Es gibt ein niet- und nagelfestes Anzeichen, mit dem du herausfindest, ob sie dich mag. Und zwar ohne, dass du offenlegen musst, dass du sie magst. Hi, mein Name ist Andy Friday und mit Tipps wie diesen haben es Männer bei mir im Coaching geschafft, die Richtige zu finden. Oder, wie Arno hier sagt, die eine unter Tausende. Aber sie hat sich darauf eingelassen, wir haben uns darauf eingelassen und ja, es hat irgendwie gleich Klick gemacht. Also, vielleicht ist es deine Arbeitskollegin oder eine gute Freundin. Oder jemand, mit dem du ganz flüchtig immer wieder redest, aber es führt einfach nirgendwo hin. Diese Frau könnte dich mögen. Und zwar für mehr als nur Freunde. Aber wie findest du das heraus? Dazu musst du zwei Dinge verstehen. Naja, eigentlich nur eine Sache. Das zweite ist eine Frage, die du ihr ganz diskret stellen darfst. Aber dazu gleich mehr. Wir denken oft, wir sind nicht liebenswert. Gerade wir Männer, wenn wir schüchtern sind, introvertiert, gerade Männer mit Herz, glauben wir vielleicht, wir finden so nie die Richtige. Wie willst du das Gespräch aufrechthalten? Wie sollst du ihr sexuelles Interesse wecken? Und all diese Gedanken bringen dich dazu, dass du eine Sache vergisst. Ich habe einen Kumpel, mit dem ich zusammen 2 Jahre in der Bundeswehr war. Krasser Kerl. Viele würden ihn sehen und behaupten, das ist ein echter Mann. Und mein Kumpel hatte über lange Jahre hinweg eine Freundin, eine echte Partnerin, tolle Frau. Fand ich auch, eine richtig tolle Frau, bis sie sich irgendwann getrennt haben. Und auch nach Jahren hinweg konnte er einfach nicht richtig loslassen. Er hatte das Gefühl, er hätte jemanden verloren, den er nie wiederfinden könnte. Und immer wieder haben wir darüber gesprochen. Er hat sich richtig einsam gefühlt deswegen. Und dann haben wir uns letztes Jahr einmal eindringlich darüber unterhalten. Und wie wir uns so unterhalten haben, habe ich gemerkt, dass er eine Sache komplett vergessen hat. Vielleicht fühlst du dich jetzt auch ein wenig angesprochen. Ja, du hast sie verloren. Aber verstehst du, dass sie dich auch verloren hat? Kannst du dir vorstellen, dass sie sich dieselben Gedanken macht und es vielleicht sogar bereut, wie es zwischen euch beiden geendet ist? Die Wahrheit, die es so schwer ist, manchmal zu realisieren, ist, ihr habt euch gegenseitig verloren. Und ich sag dir gleich, was das damit zu tun hat und wie du herausfinden kannst, ob diese eine Frau dich mag. Weißt du, was Tunnelblick wirklich ist? Tunnelblick ist, wenn du nichts anderes mehr wahrnehmen kannst, weil du durch ein traumatisches Ereignis oder einen relativen Schock deine ganze Aufmerksamkeit auf eine Sache lenkst. Wenn du dich in eine Frau verguckt hast, dann bist du ebenfalls in so einer Art Tunnelblick. Denk ständig an sie, du zweifelst ständig an dir selber. Du denkst nur noch daran, was du tun könntest, um ihr Interesse zu wecken, oder du hast Angst, dass sie kein Interesse hat. Besonders wenn sie so schön, so süß oder so natürlich ist wie deine Traumfrau. Mag sie dich? Oder magst du dich nicht? Aber du realisierst nicht, dass du ebenfalls attraktiv bist. Du, mein Lieber, bist genauso liebenswert. Und das ist so. Erinnere dich an all die Male, wo sich jemand bei dir bedankt hat. Sich bei jemandem zu bedanken, fällt uns manchmal gar nicht so leicht. Aber Menschen haben sich explizit bei dir bedankt. Sie sind glücklich, dass du in ihrem Leben bist. Es gibt Menschen, die sind dankbar dafür, dass es dich gibt. Und das ist eine Wahrheit, die wissen du und ich. Du hast einen Wert und du bist grundsätzlich viel attraktiver, als du eigentlich glaubst. Glaub mir, nach über 10 Jahren im Coaching weiß ich, welchen Selbstwert Männer von sich selber annehmen und welchen Wert sie eigentlich spüren, sobald sie angefangen haben, ihr Charisma wirklich nach außen hin zum Tragen zu bringen. Kommen wir zu zweitens. Zweitens, so findest du heraus, ob sie dich mag. Rede mit ihr, flirte mit ihr, hab Spaß, bring deine Unterhaltung mit ihr auf ein anderes Level, sodass ihr nicht nur über das Wetter oder den Job redet. Redet über eure Persönlichkeit, sodass ihr gemeinsam einmal ein Lächeln auf den Lippen habt, wenn ihr miteinander redet. Und dann stellst du ihr eine ganz wichtige Frage. Und wenn du nicht weißt, wie Flirten eigentlich richtig funktioniert und du hättest gerne einen Leitfaden dazu, dann mach das wie schon hunderte Männer vor dir und komm in unsere kostenlose Charisma-Analyse. Hier analysieren wir, wie dein Charisma aus dir rauskommt und auf Frauen wirkt. Das Ganze läuft bequem von zu Hause und vor deinem Rechner ab. Den Link findest du in der Beschreibung dieses Videos oder hier. Also, wenn du im Gespräch mit ihr bist, bring sie zum Lachen und dann stell ihr diese Frage. Sag mal, findest du mich eigentlich attraktiv? Wenn sie Nein sagt, sagt sie Nein. Aber es gibt 2 mögliche positive Antworten, die sie dir geben könnte. Erstens, sie wird es zugeben, klar raus. Sie wird einfach Ja sagen. Zweitens, sie wird es umschreiben. Sie wird Gründe dafür nennen, warum man dich grundsätzlich als attraktiv sehen könnte. Oder dass du deinen ganz eigenen Charme hast. Auch das ist ein gutes Zeichen. Das Schöne ist, du musstest immer noch nichts zugeben. Sie weiß noch nicht, dass du sie magst. Vielleicht magst du es selber einfach mal ausprobieren. Aber wird deswegen automatisch etwas aus euch beiden? Nein. Dazu müssen noch ein paar andere Dinge passen. Zum Beispiel sollte sie Single sein oder zumindest dir aufgeschlossen. Und du solltest wissen, wie du unabhängig und souverän das Ganze aufs nächste Level heben kannst. Und wie machst du das? Mit einer ganz charmanten Einladung. Hört sich interessant an? Dann bekommst du diese Einladung in diesem Video.